Ja, hallo liebe Minicamper und Reisefreunde. Tja, nichts hat mich zu Hause gehalten. Ich musste wieder auf Tour gehen. Ja, es ist ja kein Geheimnis, der Schwarzwald hat es mir angetan und mein Basislager schlage ich sehr gerne in Sundhausen am Naturcampingplatz auf. Naja, es liegt ja nicht nur am Schwarzwald. In Sundhausen treffe ich mich auch immer gerne mit ganz liebgewonnenen Minicamper-Freunden. Mit dem Helmut, der Petra, Kirsten und dem Melvin habe ich schon einiges erlebt. Auf Empfehlung bin ich nach einem unterhaltsamen Abend am nächsten Tag zur Lotenbachklamm gefahren. Die Lotenbachklamm ist ein romantischer Seitenarm der Wutachschlucht. Der Wanderweg führt einen vorbei an beeindruckenden Wasserfällen. Am nächsten Tag trafen wir uns zu einem Mini-Mini-Camper-Treffen auf der Hegau, einem Vulkan- und Burgenland am westlichen Bodensee. Am Abend gab es dann einen bunten Gemüsetopf auf meinem Raketenofen. Also bleibt's dran, ich würde euch gerne mitnehmen. Ja, Google Maps hat mir mit Sicherheit den kürzesten Weg, aber nicht unbedingt den besten Weg aufgezeigt. Aber mit Google Maps habe ich schon viel Schlimmeres erlebt. Da ging ja das noch. Ja, direkt in der Nähe von der Klamm gab es also einen wirklich fantastischen Wanderparkplatz. Da bin ich also gestartet. Ich bin jetzt hier da bei der Schattenmühle und ich bin hier die Lottenbachklamm gegangen und da sieht man also die Wutach. Eigentlich wollte ich ja die Wutachschlucht gehen, aber kurzfristig habe ich mich entschlossen, die Lottenbachklamm zu gehen. Ja, auf dem Weg, da muss man ja aufpassen, steht da. Ja, Erdrutsch, Steinschlag und Wegabbrüche können da schon vorkommen. Ja, ich gehe jetzt zuerst einmal so dahin. Einmal schauen, wie weit das geht. Es ist also nicht eisig. Schnee liegt auch noch keiner. Na, schauen wir mal, wie weit das ich komme. Ja, ein bisschen Urwald ähnlich ist es schon, gell? Das Wasser läuft überall runter. Ja, diese Baumruinen, die schauen aber gut aus. Richtige Kunstwerke teilweise. Ja, da liegt schon einiges umeinander. Ja, da geht es jetzt unten durch, hinter dem Baum. Ja, da geht es jetzt sauber bergauf. Ja, man muss schon aufpassen, es ist also nass alles und entsprechend rutschig. Das Wasser läuft halt überall rüber.
super. Haben wir jetzt Wasserfall. Ja, da sieht man jetzt schön hinten in die Klamm. Da muss ich jetzt wirklich schauen, ob ich da trocken vorbeikomme. Da geht der Weg hinten. Da kommt das Wasser rüber. Also müssen wir mal schauen. Schön langsam. Jawohl. Klander. Ja, geschafft. Bin gut umgekommen. Ja, da kannst du alles aufnehmen, gell? Eine traumhafte Natur und Landschaft da, gell? Ganz wild und naturbelassen. Da ist schon der nächste Wasserfall. Und da geht's rauf. Ja, jetzt bin ich weiter herum. Da ist jetzt der Weg viel angenehmer. Aber da, die Stornerdorfer, ja, da muss schon trittsicher sein. Nun dazu, da werde ich meine Stecker nehmen. Gell. Das war schon gefährlich, kann man schon ausrutschen. Kurz sauber verletzt. Mit dem Wähler, da habe ich heute richtig Glück, weil den letzten Tag hat es aber sauber gekränkt. Da unten liegt jetzt wieder der Weg, der zur Klamm führt. Ja, jetzt habe ich wieder so eine kleine Waldrunde gedreht hier. Ja, da habe ich nicht gefilmt, weil hier in der Klamm ist viel schöner. Und da gehe ich jetzt wieder runter und da kommen noch ein paar schöne Wasserfälle. Nehme ich natürlich auf. Ja, ist es jetzt schön, da kommt ein ganzer schmaler Wasserfall rüber. Ich weiß nicht, ob man es so richtig sieht am Video. Super. Ui, da geht es aber jetzt ganz eng zu. Da muss ich jetzt aufpassen. Ja, da geht es jetzt oben. Ja, wild romantisch. Macht Spaß. Aber wie gesagt, man muss unwahrscheinlich aufpassen. Da hast du gleich die Knochen gebrochen, gell? Da hat der nasse Fels. Das nasse Laub drauf. Ja, ist ganz schön rutschig. Ja, da kommt schon wieder die nächste Brücke. Das ist halt eine richtige Wildnis. Da geht's rauf und runter.
Ja, ich werde wahrscheinlich schon einer der letzten Wanderer da sein, weil wenn es da friert oder Schnee liegt, kann man den Weg nicht mehr gehen. Ist auch verboten, abgesehen davon. Das Wasser kommt aus allen möglichen Seitentälern. Und sammelt sich dann da in der Wutach. Ja, jetzt schwitze ich sauber. Jetzt habe ich ein bisschen über 10 Kilometer hinter mir. Ah ja, ich bin zwar am Mozang, weil es hat zwar 5 Grad, aber es geht halt sauber am Berg rauf, gell? Und da schwitzt man natürlich. Na gut, ich schätze mal, dass ich nur 2 oder 3 Kilometer habe. Bis zum Auto. So, jetzt bin ich wieder herunten mit dem Auto. Ja, das waren jetzt halt 14 Kilometer. Habe ich ganz schön geschwitzt, bergauf gegangen, sauber. Ja, beim Obergehen war es natürlich gefährlich, gell? Aber mit dem Stecker ist schon gegangen. So, jetzt fahre ich wieder ein Stück weiter. Jetzt bin ich herum auf der Spitzhütten. Ja, das ist der Lieblingsplatz von Melvin. Wenn ich das so sehe, dann kann ich es verstehen. Eine super Sicht bis in die Alpen. Ja, das ist also wirklich ein traumhafter Platz, gell? Jetzt tue ich mich vorbereiten. Heute Abend kriege ich einen Besuch. Da kommt mein Minicamper-Freund, der Melvin. Und vielleicht hat sie auch eine Petra zeigt nochmal und schaut auch noch vorbei. Und ich muss natürlich meine Gäste bekochen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine bunte Gemüsepfanne oder einen Gemüseeintopf, besser gesagt hier. Und das alles auf meinem Raketenofen. Und jetzt sage ich einmal, was ich alles einkaufe. Also für meinen bunten Eintopf habe ich also, ja, was habe ich vorbereitet schon? Gabelrüben und Erbsala. Dann einen schönen Rosenkohl. Zucchini. Knoblauch darf nicht fehlen, Zwiebel, Lauch. Dann habe ich ein bisschen an Petersil. Und dann hinterher kommen rein Wiener Würsterler. Ah, natürlich nicht vergessen, habe ich da stehen, Kartoffeln. Ja, hoffentlich sind die ein bisschen klar geworden. Gell? Das habe ich jetzt mit dem Abschalten, habe ich da natürlich Mordsarbeit, gell? Aber ein guter Minicamper ist auch entsprechend ausgerüstet und ich habe einen Kartoffelschäler auch dabei. Ja, das sollte man so hier haben. Also, ich würde sagen, ich fange an, dass ich fertig wäre. Ja, ich würde sagen, jetzt fange ich mal mit Lauch an. Jetzt schneide ich mal, lade so ein bisschen so Ringel her. Da. Schauen wir mal. Ja, ich habe schon gesehen, ich glaube, ich habe viel zu viel Gemüse für meinen kleinen Topf. Da habe ich dann für morgen auch noch was. Muss ich auf zweimal machen. Ja, die Knoblauchzehen, die ziehe ich jetzt zuerst einmal ab. Ne? Und du es aufhängen. War ich später erst klar. Ja, ich habe mir jetzt die größeren Kartoffeln rausgesucht, weil die kleinen also schwarz abschalten sind. Ja, abkommandiert in den Keller zum Kartoffelschälen, das kennt man doch, oder? Ja, so jetzt habe ich es alle abgescheit. Die müssen jetzt noch durchgeschnippelt werden, gewürfelt. Eigentlich hätten ja so Prinzessbohnen reingekehrt.
habe ich vergessen zum Kaffee. Ich wäre alt. Ja, vorbereiten tue ich natürlich jetzt auch die Wiener Würstchen, die können auch hergeschnitten. Weil wenn wir zum Kochen anfangen später, dann ist doch auch am Fenster. Gell? Das muss also jetzt alles erledigt werden. Gell? Und außerdem wird das wahrscheinlich eine Stunde dauern, so bis der Eintopf fertig ist. Gell? Also Würstchen herschneiden, einlagern. Können wir anfangen zum Kochen. Schaut es jetzt ein? Mhm, ja. Okay, jetzt schauen wir mal den Raketenofen an. Gell? Jetzt muss ich aber erst einmal meine Flammenwerfer ummachen. Die Wuckerler da, die brennen ja wie ein Einser, gell? Wie ein Einser. Die tue ich jetzt halt oben und dann schmeiße ich es jetzt rein. Und so, zack, rein. So, und dann kommen da meine Hölzerl, gell? Die schiebe ich einfach auf der Seite rein. Da, rein. Schau, gehst du mal da um, schaust du mal da. So, jetzt schiebe ich das um. Und wenn du dann da oben rein schaust du mal. Ich glaube, ich tue mal noch ein Loch. Irgendwie, das hat zwar wie ein Einser brennt, aber nicht so, ne? Das brennt jetzt da. Da habe ich also da das Scheit, da habe ich also natürlich auch einen Putzelkier dabei. Einen berühmten Putzelkier. Genau. Ja, also Putzelkier, das sind Kiefernzapfen, ne? Die sind so holzig, die kann man also oben reinschmeißen, brennen wie vergiftet. Gell? Und dann kann man oben auch das Holz reinschmeißen. Auf jeden Fall brennt das jetzt sauber an. Ja, die Petra. Die überprüft jetzt natürlich, ob ich das gescheit gemacht habe. Gell? Ja, hervorragend. Ist passt so, also, gell? Siehst du, es geht ja als Feuer besser, gell? Ja, also, ist besser, vorhin war es ein bisschen mau aus, genau, gell? Ja. Mhm. Oh, das riecht so lecker. Ja, jetzt wird das was, gell? Hier sind die Kartoffelchen. Nimm. Biss. Schauen wir mal. Alles war noch ein Liter. Noch hast du vom Helmut was gelernt? Wie viel Gemüsebrühe muss jetzt da nicht war? Also, wenn du anguckst, wie Helmut sein Video war mit seinem Strammer Max, wie er mit Fette umgeht. Ja, also schon, wie viel Löffel werden so? Ja, zwei? Ja, genau, aber glaub mir nicht, lieber nochmal nach, Gott sei Dank. Ich glaube, ich bin ein Sternekoch. Ja, klar. Ja, ist klar. der ist aber nicht gut angekommen. Ja. Okay, gut. Also, zack, zack. Zack, zack. Oh, der Melvin kommt. Der Melvin kommt? Ich glaube, der Melvin kommt. Ja, dann ich höre ein Autogeräusch. Jawohl. Neck, neck. Wie bei Waltons. Ja, Melvin, das ist ja schön, hä? Ja, hallo. Die Schlafstätte. Schön. Der Melvin ist also auch gekommen. Ich muss mal euch begrüßen. Melvin, du kommst gerade recht, gell? Es kommt nämlich in unsere bunte Gemüsepanne. Nämlich. Jetzt kommt also Rosenkohl. Und Rosenkohl da haben wir rein. Zucchini. Ja, Lauch, Zucchini. Ja, ich glaube, ich muss die Hälfte hinschauen. Ja, genau, das ist also ja, guck mal, so. Wieder. Ah. Jetzt kommen drei hungrige Mäuler. Ja. Gut. So, Chefköchin, was macht ihr jetzt? Jetzt gibt es nur ja, Erbsen und Märchen, da war die Hälfte rein, ja, das ja. Ist was wert, okay. Jawohl. Dass der Melvin noch wächst. Schau doch mal rein. Oh, das kocht ja nochmal was. He? Die Würstchen rein, die noch. So, die, oh, aber das dauert wahrscheinlich, das ist halt nicht durch, oder? Oh. Hä? Da kannst du mal eine Verkostung machen. Und? Oh. Und? Ja, Moment. Heiß. Oh, sehr gut. Super. Jetzt kommen die Männervitamine. Jetzt kommt der Oberhammer, die Würstleine. Ja. Da ordentlich eine. Das sparen wir nicht. Das sparen wir nicht. Günther, ja, vielen Dank super, für diese Einladung. Super, super, super. Wir haben natürlich eine fantastische Hütte, gell? Das ist natürlich super, gell? Die
bekannte Hegerhütte. Und wie schaut's aus? Geheimtipp. Ja, wie schaut's aus? Ich glaube, wir können zu Tisch bieten. Können wir schon? Ja. Das riecht so. Serviert, oder? Ah ja, klar. Melvin serviert, gell? Also, einmal für die Petra. Mama. Ja, gut drauf, gell? Du machst gut drauf, klar. Ich hab Hunger. Ah ja, sehr gut. Das ist was, ja, super. Jawohl, super, danke. So. Jetzt noch ein bisschen grün oben so, drauf. So, und dann natürlich kommt natürlich Petersil um mich, ne? Jawohl. Wir haben ja wirklich alles da. Wir haben gell? Alles. Der sieht aus wie ein Hund in der Pfanne. Peter ist aus dem Hund. Ja, passt ja. Das kommt. Boah. Siehst du, das ist doch schön. Mhm. Ohne Gas, ohne nix. Kochen ohne Gas. Und? Schön. Super. Klingt gut, wenn ihr das gemacht habt. Mhm. Ja, heiß. Ja. Mhm. Gut. Sehr gut. Danke. Sehr gut. Wow, passt schon gut. Ja, guten Morgen. Bei traumhaftem Wetter heute auf der Hegau. Guten Morgen, Melvin. Was sagst du zu dem Wetter? Herrlich. Ja, jetzt macht man heute einen Ausflug am Feldberg. Der Melvin hat eine schöne Strecke ausgesucht. Aber es ist halt ein bisschen neblig, gell? Heute ist auch 2 Grad. Bin gespannt, wie es am Feldberg ausschaut, mit der Sicht. Ja, am Feldberg haben wir ein traumhaftes Wetter erwischt. Über unsere Feldbergtour habe ich ein eigenes Video gemacht. Darf mich freuen, wenn es dabei bleibt. Ansonsten gibt es mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo und vielleicht auch einen Kommentar. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal.